von Goalistic gehittet. Hast du Sixpack? Nee. Warum nicht? Hab ich? Aber schon hart. Schon hart. Du machst schon Sit-Ups und alles. Ey, guck mal, ich hab mehr Bauch als du. Ja, aber der ist ganz weich, ne? Ah, oh, das ist alles hart bei dir. Cool. Und rasiert, ne? Nee. Bist du nicht rasiert? Nee. Nirgends? So ein bisschen. Wo denn? Wo? Auch im Sack? Hast du die Haare am Sack rasiert? Wie hast du es gemacht? So ein bisschen. Aber wie hast du es genau gemacht? Weil ich hab's auch mal versucht und hab mir voll die Haarenröhre weggemetzelt. Ne? Nee. War mit Nassrasierer. Musst du einen Trimmer benutzen und da kannst du vorne so Aufstecker draufsetzen. Ja, aber die Haut ist doch aber ganz du empfindlich. Solltest die Haut ist doch ganz empfindlich. Du solltest zwei verschiedene Trimmer haben. Einen fürs Gesicht und einen für den Körper. Für den Körper für den Sack? Sollte man auch nicht verwechseln. Also gibt es Aufsätze für den Sack? Nee, es gibt ja so Langhaaraufsätze, weißt du? Also es gibt ja die beim Friseur so machen, ne? Wo nicht alles weg ist. Ja. Und das kannst du ja für hier nehmen und so. Und auch für den Sack nehmen? Mhm. Aber kann das nicht dann passieren, dass von der Haut, von der weichen Sackhaut, die so ein bisschen in den Rasierer reingerät? Du hast es schon mal ausprobiert, ja? Ja, ich hatte große Angst dann, ne? Dass diese Dinger, dass die Haut anschneiden am Sack. Hast du davon nicht dann Angst? Nee. Und ich habe auch noch nicht ganz rausgefunden, in welcher Position man das am besten macht, ne? Das kriegst du raus. Also wie denn so? Also man steht so, so oder was? Nee. Aber dann geht das ganze Blut in den Kopf, ne? Und dann kriegst du Kopfschmerzen irgendwann, ne? Oder man legt sich hin. Legst du dich dabei so hin? Nee. So? So? Du, das geht schneller, als du denkst. Wie machst du es denn? Unter der Dusche, völlig blind. Aber in welcher Position? Zack, 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 zack. Quatsch! Ja. Also mit dem Aufsatz hast du keine Verletzungsgefahr im Sack? Keine Verletzungsgefahr. Aber die Haare sind nicht ganz weg, ne? Ist immer noch was da. Wie viel so? Aber blond oder schwarz? Na, die grau gerade. Du hast graue Haare am Sack? Krass. Also bist du erst am Sack grau und dann später oben auf dem Kopf. Guck mal, hier wird's auch grau. Aber das finde ich aber cool. Graue Haare machen intelligent, finde ich. Hast du auch graue Haare am Sack? Nee, leider nicht. Hast du Haare blond auf der Brust? Hm? Zeig mal. Gläuche. Wie findest du die? Zu lang. Was soll ich damit dann machen? Also ein bisschen wegmachen. Wirklich? Mhm. Und wenn die eine andere Farbe hätten, könnte ich die dann drauf lassen? Nee. Alle Haare findest du zu lang? Ja, ist ein bisschen zu lang. Also, wenn du die ein bisschen kürzer machst, funktioniert es auch mit den Mädels, glaube ich. Wirklich? Mhm. Warum? Naja, stell dir mal ein bisschen kürzer vor und dann hast du hier so ein Unterhemd an. Ne? Mhm. Das sieht doch geil aus. Total geil. Ja, aber die sehen nicht auch geil aus wie bei Tom Selleck? Naja, der ist ja schon fast tot. Ja, aber der hat auch total Erfolg gehabt mit seinen langen Haaren auf der Brust. Ne? Naja, aber gehabt eben. Das war mal früher. Man darf die jetzt nicht mehr so lange haben? Nee. Hat Dieter Bohlen dir auch abrasiert? Weiß ich nicht. Piekst es nicht? Nee. Und wenn die nachwachsen, entzündet sich dann nicht die Haut? Nein, deswegen sollst du sie, wenn du sie ganz wegmachst, ja, dann kann es passieren, dass sie einwachsen. Muss ich mir aufschreiben. Aber Marco, schreibst du das nicht peinlich, wenn man in die Apotheke, oder wo kaufst du deine Aufsätze immer? Bei Rossmann? Oder in der Apotheke? Oder bei Karstadt, Spiel und Sport? Nö, da gibt es ja so Friseurbedarf, weißt du, wo man so Föhns und, sag mal eigentlich Föhns oder Föhne? Föhnes. Föhnes. Ja. Wo man also einen Föhn kaufen kann oder wo die Mädels so ihren, was sie mal, so Lockenwickler und so. Und da gibt es ja auch dann so Haarschneidemaschinen. Ja, aber ist auch peinlich, wenn ich da hingehe. Hallo, guten Tag, mein Name ist Uwe Wöllner. Ich möchte mir gerne die Haare rasieren, an der Brust und auch am Sack. Können Sie mir bitte die entsprechenden Aufsätze dafür geben? Bitte Ja. Händigen Sie mir die jetzt aus, ich würde auch bezahlen. Dann greift die einmal hinter sich und ja, aber gibt ihr das. Ja, ist doch peinlich, das zu sagen. Weißt du, wenn eine ganz goldene Frau steht, ne? Die aussieht wie Pamela Anderson geschminkt. Dann wartest du einfach so lange, bis keine goldene Frau dort steht, ha? Sondern ein anderer Typ. Oder wir gehen mal zusammen. Aber hast du das so gesagt? Ich möchte bitte, oder sagst du, formulierst du es anders und sagst... Ich gehe da hin und sage, ey, ich will mir endlich mal den Sack rasieren. Gib her den Aufsatz. Cool, wirklich? Ja. Und was ist mit den Haaren am Anus? Du meinst am Arsch? Mhm. Du hast keine Haare am Anus? Wie ist das passiert? Alle haben Haare am Anus, sogar Frauen. Nein. Alle Menschen haben da Haare. Du nicht? Hast du nachgeguckt? Ich dusche ja jeden Tag. Ja, aber hast du einen Spiegel in der Dusche? Oder? Ja, du weißt, das geht definitiv. Hast du Haare am Arsch? Ja. Viele? Mhm. Ja, aber wie soll man die wegmachen, ne? Dann kannst du genauso machen. Oder wegbrennen mit dem Feuerzeug? Machst du, glaube ich, einmal. Und dann sind sie alle weg oder alle weggebrutzelt. Dann ist gut, dann habe ich Ruhe im Sack. Ne? Dann stinkt es wahrscheinlich auch. Meinst du? Und wenn Haare anbrennen, das stinkt.
Ah, das ist unschön, ne? Bevor ihr gleich anfangt zu kommentieren, guckt euch vorher nochmal das da an. Das ist nämlich auch sehr schön. Das ist was völlig anderes, aber auch echt gut. Und das ist Abonnement. Da schicken wir euch dann kostenpflichtig die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung jeden Mittwoch zu.